Auch heuer folgten wieder zahlreiche Mitglieder der Raiffeisenbank Millstätter See der Einladung zur Generalversammlung. Im Rahmen dieser Generalversammlung feierte die Raiffeisenbank Millstätter See ihr 120-jähriges Jubiläum. Martina Clementin führte die Mitglieder durch den Abend. Diese durften gleich zu Beginn der Generalversammlung einen besonderen Jubiläumsgast begrüßen. Den Dreifach-Skiweltmeister Hermann Mayer, mit welchem Raiffeisen eine langjährige Partnerschaft pflegt. Nicht nur die Gäste der Generalversammlung erlebten den Skistar hautnah, auch zahlreiche Fans konnten sich in den Bankstellen der Raiffeisenbank Millstätter See persönlich ein Autogramm sowie ein Foto mit Hermann Mayer holen. Auch die Mitarbeiter der Raiffeisenbank waren von seinem Besuch sichtlich begeistert. Die offizielle Generalversammlung überraschte mit spannenden Zahlen und Fakten des vergangenen Jahres. Ein ereignisreiches Jahr mit schwierigen Marktbedingungen, so Magister Dr. Thomas Schönlieb, Vorsitzender des Aufsichtsrates, ist vorüber. Trotzdem konnte die Raiffeisenbank Millstätter See auf eine zufriedenstellende Bilanz verweisen. Die Vorstände Direktor Magister Hans-Jörg Winkler und Magister FH Johannes Dörfler präsentierten den Mitgliedern ausführlich und transparent den Jahresabschluss 2014. Am Ende des offiziellen Teils der Generalversammlung kamen noch einige Altfunktionäre zu Wort. Diese erzählten von deren persönlichen Meilensteinen in der Raiffeisenbank Millstätter See. Zukunftsorientiert und zielsicher steht einem erfolgreichen neuen Geschäftsjahr nichts mehr im Wege.